wird. Es ist das größte Sportfest für Behinderte und Nichtbehinderte in Rheinland-Pfalz. 3 Tage lang steht Kaiserslautern im Mittelpunkt der Special Olympics. Rund 2500 Teilnehmer sind in die Pfalz gekommen und die werden ab morgen in 14 Wettbewerben an den Start gehen. Zu den Disziplinen gehören unter anderem Fußball, Schwimmen und Reiten. Im Fritz-Walter-Stadion wurden die Special Olympics am Abend feierlich eröffnet. Ein Hauch von Olympia wehte durchs Fritz-Walter-Stadion. Die Special Olympics eröffnet mit olympischem Feuer. Special Olympics, die wollen organisiert sein. 2500 Teilnehmer in Kaiserslautern, das heißt Arbeit. Die Sportstätten mussten hergerichtet werden. Dann brauchten wir natürlich jede Menge Helferinnen und Helfer. Insgesamt haben wir 500 Volontärs im Einsatz. Aber ein Dank an die vielen Vereine hier aus Kaiserslautern, die uns bestens unterstützt haben. Natürlich soll auch der Rahmen stimmen. Ein Special Olympischer Fackellauf, ein Zug aller Teilnehmer von Kaiserslauterns Stiftsplatz bis hoch zum Fritz-Walter-Stadion. Dabei prominente Schirmherren mit guten Ratschlägen. Dass sie einfach Spaß haben bei den Wettkämpfen, ihr Bestes geben und ja, die nächsten 3 Tage richtig genießen und wir alle und sie schöne sportliche Wettkämpfe erleben können. Es ist fantastisch. Wir sind hier im Fritz-Walter-Stadion. Wir haben eine tolle Stadt, die hinter den Spielen steht. Und also ich bin dabei. Ich werde es wirklich sehr, sehr genau verfolgen und wünsche Ihnen, dass Sie wirklich viel Spaß haben und das hier genießen. Spaß, den hatten Sie heute. Spaß, den wollen Sie die nächsten beiden Tage haben. Hier stimmt das olympische Motto noch. Dabei sein ist alles.